Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of Minecraft. Wir machen heute ein wenig Crafting und Technik-Action in unserer wunderschönen Welt. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, was hat er gemacht? Den ganzen Kern hier auseinandergenommen. Ein bisschen Ordnung. Und das hier sind alles Ultimate Induction Cells. Ich habe alle blauen rausgenommen und habe alle lilanen ganz geordnet reingesetzt. Jetzt werden wir erstmal schauen. Zack. Das Ganze hat natürlich ein wenig an Ladung verloren. Warum hat das an Ladung verloren? Wenn ich jetzt hier mal Cell eingebe, dann seht ihr, dass da einige von diesen Zellen drin sind. Wie viele genau, müssen wir uns gleich mal im Detail anschauen. Warum hier keine Monster spawnen? Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Hier sind überall Magnum Torches im Boden versenkt. Nur für diejenigen, die das noch nicht wussten. Wir gehen mal zu den Drills und dann gehen wir vielleicht mal nach außen. Oder vielleicht so. Zack. Ich will hier durch die Decke, kann ich offenbar nicht. Doch, kann ich. So. In den Autocraft-Bereich. Was werden wir hier tun? Ich habe mit den Lichtern jetzt noch nicht weitergemacht. Wir gucken nach Cell und schauen erstmal, was wir da am Start haben. Das sind 876 plus 451 plus 1 sind 1328. 1328, jetzt gucken wir mal hier rein, Cell. Da sind sie. Wir brauchen vier Stück für. Ups. Oh, das System verkackt mal wieder. Wunderbar. Also wir brauchen vier von diesen Cubes. Das heißt 1328 geteilt durch 4. 1328 durch 4 sind 332. Wir brauchen 332 von diesen Elite Cubes, wenn das System mal wieder funktioniert. Von diesen Ultimate Energy Cubes. Und zusätzlich noch Tablets, wenn das System sich wieder im Griff hat, würde ich dann gerne. Das ist natürlich auch Kacke, dass wenn sowas passiert, während der hier craftet. Ich weiß nicht, ob der seine Aufträge behält. Ich weiß es nicht. Nee, der ist ja dann offline. Das ist alles offline gerade. Das sollte echt so nicht passieren. Oder? Ich gehe mal kurz hierher. Und dann hier raus. Und dann gucke ich mal. So nicht. So. Das hier wird das gar nicht geladen. Es muss doch geladen werden. Wir werden mal Folgendes tun. Habe ich wieder? Nee, habe ich noch nicht. Also das hier wird schon alles. Es wird nicht immer alles konsequent geladen hier. Das ist ein ganz schönes Flickwerk. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass der ganze Bereich hier mal ordentlich geladen bleibt, so bis hierhin. Ich meine, im Kern ist auf jeden Fall ein Chunkloader drin, sodass der gar nicht geladen bleiben muss. Aber ich will, dass das gesamte System permanent geladen bleibt, damit es da gar kein Durcheinander gibt. Jetzt bin ich wieder hier, das ganze System ist wieder hochgefahren. Also ich werde mal einen Dimensional Anchor nehmen und den platzieren. Das kann man vielleicht am besten hier machen. Hier stellen wir den einfach hier daneben. Zack. Und dann erstmal Set Owner to Server. Und die Area wäre dann 7x7 Chunks sollten dicker ausreichen.
gehe mal hoch zum Reaktor. Und dann hier hin. Einmal hier durch. Warum kann man jetzt nichts sehen? Ganz einfach, diese Ansicht resettet sich nicht. Man muss da einmal durchskippen und jetzt seht ihr, dass der ganze Scheiß hier geladen ist. Bis hierhin. Ich werde das Ganze noch um zwei Chunks erweitern. So. Und dann Reaktor. So. Und dann, wenn ich jetzt nochmal F9 das Ganze refreshe, dann sollte auf jeden Fall permanent das gesamte System hier geladen sein an der Stelle und dürfte keine Probleme machen. Hoffentlich. Soweit die Theorie, wenn es vielleicht damit doch zu tun haben könnte. Okay, im Moment funktioniert es. Ich hoffe mal, es funktioniert auch, wenn ich mich hierhin bewege und dann mit dem weitermache, was ich wollte. Und zwar ist das der Ultimate Cube. Von dem hätte ich gerne 1 zu 332. Das ist auf jeden Fall möglich. Top. Dann gucken wir mal. Wir haben immer noch sehr viel Gold über. Das heißt, der craftet jetzt 332 von den Cubes. Sogar beeindruckend schnell. Des Weiteren benötigen wir Tablets. Tablets brauchen wir dann, wenn wir 1328 von diesen Cells haben, brauchen wir für diese Cells ebenfalls 1328 Tablets. Denn 4 und 4 jeweils werden da verwendet. Also Tablets craften 1328. Natürlich wird das so schnell nicht. Krass. Warum geht das jetzt so schnell? Ist ja mit den. Weil der braucht doch Tablets auch hierfür, oder? Okay. Die sind nur scheduled, die werden gerade nicht ausgeführt, warum auch immer. Verrückt. Tablet. Krass. Ja, cool, dann können wir gleich schon anfangen, wenn das hier die ersten Früchte trägt. Gehen wir mal hier in den Crafting-Raum, laden den mal schnell auf. Wie geht's weiter? Wir brauchen ja Provider. Davon haben wir jetzt erstmal 80 hier drin. Und ich würde vorschlagen, wir gucken auch nochmal nach Provider. Provider. Die laden sich ja nicht unterschiedlich auf. Das heißt, die können auch automatisch weiter vercraftet werden. Und die brauchen auch die Energy Cubes. Okay, wir gehen einfach mal runter. So. Und schlagen aus dem ganzen Teil hier ein paar Provider raus. So. Fangen da mal von oben aus an, vielleicht. So als spontane Eingebung. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt hier die gesamte Etage raus. Also schön vorsichtig, immer am Rand entlang und dann kann ich gleich in der Mitte ein wenig mehr zulangen. So, so, so. Das sollte dann kein Problem mehr sein. Die einfach so raushauen. Zwischendurch mal abbremsen, damit der Lag nicht so groß wird. Wunderbar.
eine ganze Etage nackig gemacht. Okay, gehen wir hoch. Dahin. Ah ne, warte, Moment, Moment. Ich muss nochmal da runter. Ich will ja, dass der möglichst lange hier dennoch mitläuft. So, und dann Drills außen Autocraft. Provider. Wenn ich jetzt hier Provider eingebe, in meinem System sehe ich, ich habe 800 Provider. 800 Provider sind auf jeden Fall erstmal eine Menge. Ich glaube, ich brauche für die Provider auch jeweils 4, ne? Ja, genau, 4. Also 200 von denen ist gar kein Problem. Ich würde fast sagen, wir machen trotzdem 800. Lassen dann trotzdem 800 davon craften. Ist das möglich von der Bestellsumme her, sag ich mal? Die Tablets. 1328 sind jetzt drin. Ich will die auf jeden Fall rausnehmen. Zack, 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 zack. Oh ne, die muss ich alle. Ah ne, dann nehme ich die nicht raus. Okay, ich muss sie alle einzeln rausnehmen. Das ist mehr als Kacke. Stimmt ja, die stacken ja nicht. Mist. Wie lange brauchst du denn noch? Beziehungsweise andere Sache. Brauche ich für die Provider überhaupt Tablets? Hierfür, ja. Wir werden trotzdem mal 800 Provider einfach craften lassen. Elite Induction. Machen wir mal 800. Wie viele haben wir hier? Da machen wir 796. Dann haben wir die Etage nämlich wieder vollständig. Machen wir mal die 4. Beziehen wir die mal mit ein. 796. Next und Start. Bin gespannt, wie schnell das geht. Das dürfte dann hier genau in dem passieren. 796. Davon haben wir einiges dort und einige müssen jetzt noch gemacht werden. Oh. Es sind 31.000 Tablets dafür notwendig. Das ist nicht wenig. Und was wir auf jeden Fall machen sollten, wenn wir jetzt damit weitermachen, ist Folgendes. Wir könnten mal eine Ender Query bauen. Denn ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, meine Ender Query zu suchen. Da baue ich lieber schnell eine neue. Upgrade Base. Okay, da brauche ich Ender Infused und Burn Quartz. Ender Infused. Oder ich nehme einfach die Upgrade Base, die ich da habe. Silk Touch Upgrade. Silk Touch. Kriege ich das hin? Ich brauche eine Gold Pickaxe mit Silk Touch. Golden Pickaxe habe ich hier. Dann gehen wir mal hoch in unsere Verzauberungsecke im Crafting-Raum. Wir nehmen uns ein paar Level. Level haben wir nicht mehr so viele. Silk Touch braucht, glaube ich, einen Slime Ball. Ist das richtig? Silk Touch Slime Ball. Slime. Wir haben 140 Slime Balls im System. Und wir brauchen noch. Hallo? Ein Buch. Das Ganze hier rein. Wer sehen will, wie diese Verzauberungsecke hier entstanden ist, einfach mal ein bisschen durch die Folgen manövrieren. Das wird dann
folgendermaßen passieren, so und Silk Touch Upgrade. Zack, haben wir das fertig. Speed Upgrade wird ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir Efficiency 1 auf einer Dia Pick. Wir brauchen Efficiency 3 auf einer Dia Pick und zweimal Efficiency 5. 1, 3, 5. Wir müssen einmal gucken. Efficiency Redstone. Redstone. So, wir brauchen Dia Pickaxes. Haben wir genau noch 1, 2, 3 und 4. Genau die Anzahl, die wir benötigen. Die packen wir mal hier im Inventar an die Stelle. Dann brauchen wir 4 Bücher. 1, 2, 3, 4. Ein paar Level. Nehmen wir mal 120 Level. So, Efficiency. Brauchen wir Efficiency 5? Zweimal. Das hätten wir geschafft. Dann mal gucken. Efficiency 2. Ups. Efficiency 3. Und Efficiency 1 brauchen wir. So. Zack, in Ambus Dia Pickaxe 1. Oh, mein Amboss ist kaputt. Gibt's keinen Amboss aus einem Modpack, der nicht kaputt gilt? Ende I.O. Darksteel Anvil. Brauchen wir den mal? Haben wir Darksteel? Darksteel haben wir. Ja, stimmt, da hatten wir mal eine Produktion. Dann machen wir das doch glatt mal direkt hier. Und dann kriegen wir da einen Darksteel Anvil hin. Ich hoffe mal, dass der die gleichen Funktionen hat wie jeder andere Amboss auch. Und nur einfach länger hält. Darksteel Anvil. So, Efficiency 1 haben wir. Efficiency 3 haben wir und jetzt kommen die beiden Fünfer. Was wir jetzt beachten müssen, wenn wir das vercraften, dass auch die richtigen Spitzhacken reingelegt werden. End der Query, falsches Terminal. End der Query, Upgrade, Speed 1. Okay, was brauchen wir? Wahrscheinlich die Upgrade Base, ne? Die haben wir doch hier irgendwo liegen gehabt. Unten. Ich glaube, unten habe ich die Upgrade Base liegen lassen. Zack. Okay, craften wir unten weiter. Ne, craften wir nicht hier unten weiter. Wir brauchen ja diese Speed-Dinger. Ich sollte mir angewöhnen, diese Tablets oder Terminals zu löschen, nachdem ich dran gecraftet habe. Upgrade Base, perfekt. Dann brauchen wir das gleiche nochmal. Hier die Efficiency 1 und 3 Pickaxe rein. Hallo? Ja. Und das letzte habe ich natürlich nicht vorrätig, diese Dinger, aber die sollten auch recht fix zu craften sein. 2 Stück. Was fehlt da oben? Ein Gold Nugget. Gold. Machen wir es mal kurz von Hand. Zack, zack, zack. Und dann sollte das, ach ja, dieses Teil wollte ich craften. Dann sollte das jetzt
craftbar sein. Wunderbar. Wir brauchen noch ein Tesseract. Nehmen wir mal hier einen uneingestellten und verziehen uns in Richtung. Ne, Moment, wir nehmen noch davon welche mit. Und Redstone Torches werde ich euch gleich zeigen, wofür, und natürlich Ender Marker 3 an der Zahl, 1, 2, 3, wunderbar. Wir gehen ins, ups, können wir auch so durchhabern ins Deep Dark. Und schauen uns da mal um, wo wir denn noch nicht gefarmt haben. Die meisten Sachen hier sollte ich vielleicht zack true machen. Hier wachsen überall wunderbare Blümchen. Ich glaube, hier habe ich zuletzt eine Query aufgestellt. Hier ist auf jeden Fall alles soweit blank gefarmt. Okay. Aber irgendwo ist auch Ende dann von dem abgefarmten Bereich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell hier unterwegs bin, wobei das ja alles schon generiert ist. Das sollte jetzt kein großes Problem geben. Hoffe ich. Was ist hier? Gibt es hier was Interessantes? Was auch immer das kann. Okay, da habe ich scheinbar eine Festung mit abgebaut. Aber das sieht doch schon gut aus. Zack, zack, zack. Das Ganze ist natürlich nicht notwendig. Aber für mich einfach viel angenehmer, wenn ich jetzt hier das mache, dann bleibe ich immer in der Spur. Ich kann natürlich auch einfach hier an der Erdkante entlang gehen, aber da sieht man schon, die geht ja nicht unendlich weit, sondern nur so weit, wie ich zuletzt gefarmt habe. Ich sollte mir mal eine Fackel organisieren. Hängt da vielleicht eine Fackel drin? Nee, keine Fackel. Naja, macht nichts. Also, die hier sind nur für mich da, damit ich den Punkt nicht verliere, den ich anpeile. Zack. Einfach nur, damit ich hier schneller durchfliegen kann. Ups, hallala. So, nicht zu schnell, immer im Hinterkopf behalten. So, stellen wir mal dort eine auf. Jetzt die ganzen Landmarker mitnehmen. Ich hätte echt wirklich eine Fackel einpacken sollen. Das hier mitnehmen. Zack, zack. Gerade in die andere Richtung, wo dann, ich glaube, noch keine Query gearbeitet hat, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Gerade in die Richtung ist es dann interessant, wie weit ich hier mit den Fackeln gehen kann. Und es scheint ein bisschen zu laggen, denn die ganzen Balken verschwinden überhaupt nicht. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht gleich irgendwie bösartig was abschmiert. Die dürften eigentlich nicht mehr da sein, wenn ich die Redstone Torches abbaue. Sind sie aber. Okay, das ist natürlich doof. Da ist eine Schaufel unterwegs. Alles klar. Soll sie machen.
Und weil das so geleckt hat gerade, würde ich sagen, gehen wir hier mal einfach nur bis zum Ende der Erde. Und ich hätte mir jetzt eben da an der Stelle. Oh, da sind Fackeln. Perfekt. Gib mir mal bitte diese eine Fackel, die möchte ich gerne mitnehmen. So, wir gehen jetzt hier einfach nur bis zur Erdkante. Ja. Ach, perfekt. Wie geil ist das denn? Da steht ja immer noch eine. Dann lassen wir die auch von mir aus gerne da stehen. Dann können wir nämlich an der Stelle weiterfarmen. Da wird jetzt ein Streifen nicht gefarmt. Meine Güte, ist nicht so wild. Das, ach genau, das war die Festung, wo ich einfach durchgebaut hatte, um die Linie zu behalten. Perfekt. So, ich glaube, bei der Aktion habe ich auch den Server zum Abschmieren gebracht. Aber das macht hier nichts, denn jetzt ist alles soweit geladen. Eigentlich sollte man kaum meinen, dass man bei dem Technikstand noch irgendwie mal Queries aufstellt, aber ihr seht ja, ist durchaus manchmal noch nötig, wenn man entsprechend viel so established, wenn man entsprechend viele Items eben auch verkraftet. So und so. Was ich noch machen muss, was ich vergessen habe, weshalb ich mir jetzt hier mal Add New Query neu, Commit. Ah, da wäre wahrscheinlich noch meine alte Query gewesen, aber egal. Ich will mal eben nach Hause. Ich habe nämlich eine Kiste. Ich importiere ja immer noch den ganzen Kram über Ender Chests, um da vom Tesseract ein wenig unabhängig zu sein. Deswegen gehen wir mal hier über den Hangar hin nach da unten, Autocraft. Ich muss mal nämlich einmal schauen, welche Farbe die Kiste nochmal hatte. Die sollte hier hinter sitzen. Genau, schwarz, weiß, weiß ist die Kiste für die Queries. Oder? Ja, ich glaube, schwarz, weiß, weiß. Wir nehmen einfach mal schwarz, weiß, weiß. Ender. Okay. Da wäre sogar noch Silk Touch Upgrade gewesen. Wir müssen eine Ender Chest bauen. Ich würde mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, denn wir sind schon in fortgeschrittenem Stadium, dann lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Das ist ganz allein eure Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es euch gefällt. Ich habe immer noch ziemlichen Spaß an diesem Modpack. Und den Safe Mode nicht drin und auf 3x3 gestellt. Das sollte ich noch jetzt ändern. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da gefällt mir dann auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann und tschüss.